Das bewegt mich immer noch. Wie kann man es schaffen, das, was man erkannt hat, dass man letztendlich verbunden ist? Die Quantenphysik beschreibt das ja, dass wir alle verbunden sind miteinander, alles ist Energie. Wie schafft man das, seinem Ego nicht so viel Raum zu geben, weil das Ego ist wohl nicht immer so auf Glück programmiert, weil das Gehirn, was wohl auch Ego heißt, Ego, Überleben, das Gehirn ist ja im Überlebensmodus und das Gehirn weiß nicht, was Glück ist. Wenn man das mal merkt, wie es einen denkt, dann kann man eben jetzt in der Meditation dieses automatische Denken auf die Dauer abstellen. Wenn man glücklich sein will, dann soll man das nicht an den Hausmeister delegieren, sondern an den Hausbesitzer. Der Hausmeister ist das Ego, der weiß, wie man eine Steuererklärung macht oder wann der Bus fährt, aber das korreliert nicht mit Glück. Und was mich eben so bewegt, um auf Ihre Frage zu kommen, wie schafft man es immer mehr ins Selbst zu kommen, in das nicht konditionierte Selbst, was sich verbunden fühlt mit dem Leben, mit der Natur, mit den anderen. Und das korreliert wohl nachweislich mit Glück. Und das bewegt mich im Augenblick. Und da höre ich auch nicht auf, an mir zu arbeiten.